Heute auf dem Lehrplan der Index. Aber macht euch keine Sorgen, ich werde euch weder was von Aktien noch vom DAX erzählen. Das Wort Index bedeutet so viel wie Verzeichnis oder Register und man kennt es eben auch aus der Finanzwelt. Aber auch für uns SEOs ist der Index super wichtig. Ohne Index nämlich kein Ranking. Die Bots durchforsten das Internet und versuchen quasi über Links die verschiedenen Seiten zu finden. Wenn sie diese Seiten gefunden haben, nehmen sie die URLs in den Index auf. Und erst wenn die Seiten im Index sind, können sie auch auf Google in den Suchergebnissen ausgespielt werden. Der Index ist also eine Sammlung aller Seiten, die Google beim Crawlen gefunden hat. Aber Vorsicht, alle Seiten, die der Googlebot findet, können auch in den Index gelangen. Hier ist das Stichwort das Indexierungsmanagement. Möchtest du also, dass bestimmte Seiten nicht in den Index gelangen, musst du diese kennzeichnen, zum Beispiel mit dem No-Index-Tag. Pass also auf, was du den Crawlern zur Verfügung stellen möchtest. Möchtest du also, dass deine Seiten in den organischen Suchergebnissen performen, müssen diese gecrawlt, gelesen und in den Index aufgenommen werden. Die genaue Ermittlung der Ranking-Position ist zwar ein Geheimnis, das Google gut bewahrt, aber man hat als SEO trotzdem deutlich mehr Einfluss als bei Aktien.